I cheated on my last two with a new girl. Stuck it out cause I felt like I had to. Oh God, I don't wanna be that man. Sick God, I don't wanna be this man. I've been drinking too much, I'm drinking right now. I've been fucking too much. Was geht? Herzlich willkommen zu Entweder Oder mit Visca Barça. Und Leute, ich habe davor so ein paar Szenen in der Stadt gesehen. Ich hoffe, euch hat das gefallen, das Ganze. Wir haben uns echt Mühe gegeben, ein paar coole Szenen abzudrehen. Und warum wir das Ganze gemacht haben, erfährt ihr 20 Uhr bei ihm morgen auf dem Kanal. Das wird richtig Armageddon, das Video. Ohne Witz, wir haben schon nur bei den kleinsten Aufnahmen, wo wir das schon mal so vorgekartet haben, haben wir schon fast angefangen zu flennen, weil es einfach so heftig emotional ist und so unter die Haut geht. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Checkt das auf jeden Fall ab. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an mit Entweder Oder. Ihr habt uns richtig verrückte Fragen gestellt auf Twitter und die werden wir jetzt beantworten. Ich würde sagen, los geht's mit der ersten Frage. Lass erstmal Wasser trinken, Digga. Ja, ja, Digga, ja, ja, ja. Kein Product Placement übrigens. Ja, Digga, ja, nervt schon manchmal. Ist mir egal, Mama. Wir haben es gesagt, weil es hier auf der Flasche drauf steht. Ja, deswegen. Ja. Entweder nie wieder Monitor, Scuff oder Barstars Mutter holt dich 1-2 Triple. Nie wieder Monitor oder Scarf, hundertprozentig, Alter. Digga, zeig mal die Impact Cap, Digga. Oh, Digga, Impact Cap, Digga. Schon da. Scarbuster, Digga. Habt ihr Bock auf solche Caps, Leute? Das ist jetzt Limited Edition, aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Würdet ihr entweder euren Scarf zerstören und dafür 100.000 Euro kriegen oder lieber eine Woche mit Messi verbringen? Also ich glaube, Anton, seine Antwort kenne ich absolut. Nein, Mama. Also über Scuff geht nichts. Da auch kein Lionel Messi. Digga, ich spiele absolut für mein ganzes Leben mit dem Standard-Controller. Ist auch so. Auch ich, Messi ist eine absolute Überlegende. Da wäre mir der Scuff schon egal, Digga. Real Fisnik fragt, Massi und Anton, entweder von drei Schwarzen vergewaltigt werden oder komplett alles im Leben vergessen. Ich würde sowas von alles vergessen, Digga. Digga, du hast ein absolutes Trauma dann. Okay. Ja. Deswegen, aber das ist echt eine schwere Frage, ne? Digga, du weißt ja nicht mal, wie deine Schwester heißt und so. Ja, schon, aber Digga, du hast aber denk mal einfach nur an die drei Schwarzen, nein, die nein, kommen. Nein, gib nein, mir nein, das nein. Mal. Gib mir eine Pussy. Nein, nein. Nein, Digga, nein. Okay, Anton, das ist eine Frage für dich. Entweder niemals beim Champions League Finale gewesen oder nie die Triple geschafft. Ich glaube, die Triple hat für mich schon sehr viel gebracht, was YouTube anging. Und es hat sich auch sehr rumgesprochen, also hat mich Bekannte gemacht. Ja, deswegen schon lieber die Triple. Triple Lifestyle. Triple Lifestyle. Okay, was du dann hättest du das? Gesundheit. Dennis Forster fragt, Massi und Anton, entweder mit Gaming aufhören oder eure Freundschaft beenden und euch nie wiedersehen. Digga, das ist echt die Freundschaft, Alter. Das ist echt so, Digga. Gaming ist zwar schon nice, aber keine Ahnung, so, du kannst nicht für ein Spiel einfach so eine Freundschaft wegwerfen, finde ich, das ist scheiße. Katja einen Titel schreiben, Digga? Entweder Katja knallen oder du darfst nie mehr einen Scuff in die Hand nehmen und nicht damit spielen. Also bei mir ist safe Scuff. 100% Scuff. Entweder ihr seid Millionär, aber seid einsam und habt kaum Freunde. Oder ihr seid Hartz-IV-Empfänger, aber seid jeden Tag mit Bros. Ja, absolut Hartz-IV-Empfänger. Ich meine, das ist dick ernst, das ist kein Scherz. Absolut, Leute. 100%. Entweder schlechtes Aim oder richtig schlechte Connection. Richtig schlechte Connection kannst du zu Gottes Aim haben, bist trotzdem gewarriert. Aber trotzdem, wenn du dann richtig gutes Aim hast, kannst du auf LANs fahren und alles mit jedem destroyen. Deswegen richtig. Nehmen wir das Aim. Lieber eine 27-jährige Latina oder eine 27-jährige geile Blonde. Muss man eigentlich fast gar nicht beantworten. Wenn wir uns beide kennen, dann weiß man ganz genau, was wir wählen, Digga. Ja, si claro, chiquita, manita. Entweder mit normalen Controller spielen oder kein Impact mehr. Ich nehme den normalen Controller und spiele klar. Impact is life, Leute, ihr wisst Bescheid. Ist echt so. Außerdem habe ich damals meine Triple auch mit normalen Controller gemacht. Ja. Okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem heutigen Video. Lasst gerne eine Bewertung da, wer euch das Video gebockt hat und auch die Aufnahmen und so am Anfang. Wir cutten jetzt schön alles zusammen und gönnen uns nachher auf jeden Fall das Bayern-Spiel, Digga, oder, Digga? Ja, ich muss aber nicht glatt riesen, Digga. Alles easy, Digga, Leute. Lasst Anton riesen, haut rein, bis zum nächsten Mal.